Horoskop für diese Woche, für alle Tierkreiszeichen. In dieser Woche werden alle Sternzeichen sehr vernünftig sein, versuchen Sie, diese Eigenschaft zu nutzen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Sie können auch kreative Ideen umsetzen, etwas tun, das Ihr Zuhause schmückt und ihm einen Hauch von Gemütlichkeit verleiht. Sie können sich mit Übungen beschäftigen, die Ihren Körper verjüngen und revitalisieren. Pflegen Sie Ihre Haut. Sie sollten sich nicht in Konflikte, Klatsch, Intrigen oder Egoismus verwickeln lassen, um Ihr Karma nicht zu belasten. Widderhoroskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Die finanzielle Lage des Widders wird diese Woche wackelig sein. Sparen Sie Ihr Geld. Sie werden von Schwierigkeiten in persönlichen und beruflichen Beziehungen heimgesucht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Ihr Lieblingsstück verloren geht. Gegen Ende der Periode wird sich alles stabilisieren. Mit der Hilfe von freundlichen Menschen werden Sie das, was Sie verloren haben, wiederfinden können. In einer Beziehung mit einem geliebten Menschen wird gegenseitiges Verständnis entstehen. Du vertraust ihm am meisten und hoffst, dass der Partner es verdient hat. Sie sollten nicht auf den Rat von Menschen hören, die keine Experten sind. Horoskop für Männer. Sie sitzen jetzt auf dem Pferd. Sie haben die Energie und Entschlossenheit, alle Hindernisse auf dem Weg zum Ziel zu überwinden. Planen Sie, mutig auf neue Dinge zu nehmen, jetzt sind Sie carte blanche Naukadachu gegeben. Ihr Charisma und Vertrauen wird die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts zu gewinnen. Nutzen Sie dies, um harmonische und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Vermeiden Sie aber Arroganz und übermäßige Prahlerei. Horoskop für Frauen. Die kommende Periode begünstigt Kommunikation, neue Bekanntschaften, das Knüpfen nützlicher Verbindungen, das Lösen von Haushaltsproblemen. Die Lebenskraft, der persönliche Magnetismus und das Charisma werden auf dem Höhepunkt sein. Eine gute Zeit für die berufliche Tätigkeit. Es ist nicht ausgeschlossen, Bekanntschaft mit einflussreichen Menschen, die Schirmherrschaft bei der Umsetzung ihrer Pläne bieten wird. Jedes Geschäft wird viel weniger Aufwand und Zeit erfordern, als Sie dachten. Eine neue wichtige Person in Ihrem Leben kann erscheinen. Stier, Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Stier, erzwingen Sie diese Woche keine Lösungen für wichtige Fragen, nehmen Sie die Position eines Beobachters ein. Schützen Sie sich vor unnützer Kommunikation. Verschwenden Sie keine Energie. Es ist besser, sich Zeit für die Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten zu nehmen. Entwickeln Sie Ihren Intellekt. Sie können auch Zeit für Meditation und spirituelle Praktiken aufwenden. Jetzt wird es mehr denn je klar sein, wie man vorankommt und mit wem man es tun sollte. Horoskop für Männer. In dieser Woche wird Ihr kreativer Impuls Sie auf Reisen schicken, in die Stadt oder sogar in andere Länder. Sie werden neue Projekte entdecken, um Produkte zu schaffen, die es bisher nicht gab. Das wird Ihnen zusätzliche finanzielle Mittel einbringen. Es wird schwierig sein, objektiv zu denken, du bist auf die Details konzentriert. Sie müssen eine Pause einlegen oder sich beraten lassen. Insgesamt entwickeln sich die Dinge positiv. Horoskop für Frauen. Sie haben jetzt eine große Chance, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen, Ihre besten Qualitäten und Talente zu zeigen. Sie werden mit Intelligenz, Charme und Spontaneität glänzen. Ihre Unkonventionalität wird es Ihnen ermöglichen, viele Probleme zu lösen. Gemütliches Beisammensein mit alten Freunden ist möglich. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, Altes zu vergessen und Beziehungen zu stärken. Zwillinge-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Eine Störung des Gleichgewichts in den Familienbeziehungen der Zwillinge ist mit Streitigkeiten und Unstimmigkeiten verbunden. Jemand versucht, sie aufzulösen. Sie sollten nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Ein Gespräch bei einer Tasse Tee wird helfen, so können Sie Konflikte lösen, wenn Sie einander zuhören. Schränken Sie den Einfluss fremder Menschen ein. Geben Sie der Versuchung nicht nach. Es ist nicht ratsam, sich auf Unternehmungen einzulassen, es besteht die Gefahr von Kapitalverlusten. Arbeiten Sie an Ihrer Spiritualität, führen Sie Handlungen aus, die Ihre Seele reinigen und anderen helfen. Horoskop für Männer. Die kommende Zeit ist günstig für soziale und berufliche Errungenschaften, geschäftliche Zusammenarbeit. Sie werden befördert werden. Aber kurz vor dem Wochenende ist es besser, auf lange Reisen und die Unterzeichnung wichtiger Verträge zu verzichten. Die Folgen können sich auf Ihre finanzielle Situation auswirken. Vermeiden Sie unangemessene Ausgaben. Verteilen Sie das Budget weise. Horoskop für Frauen. Diese Woche werden Ihr Image und Ihr Ruf viel entscheiden. Besonders im Geschäftsleben, wenn Sie neue Verträge abschließen und potenzielle Partner kennenlernen. Achten Sie auf diese Kriterien und bauen Sie mutig Ihre Karriere auf,
Gehen Sie auf Geschäftsreisen, machen Sie nützliche Bekanntschaften, aber vergessen Sie nicht den Papierkram. Denken Sie an Ihre Ambitionen, arbeiten Sie hart und das Ergebnis wird Sie nicht lange warten lassen. Krebshoroskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Die Stellung der Planeten in dieser Woche symbolisiert die Konzentration einer großen Energie im Krebs. Ihre inneren Sorgen werden verschwinden, neue Ideen und Bedürfnisse werden auftauchen. Vielleicht entdecken Sie eine neue Art der motorischen Betätigung. Freunde werden Sie an sich selbst erinnern, vielleicht kommen Sie besuchen oder rufen Sie zu einer Veranstaltung an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie zu den längst vergessenen alten Dingen zurückkehren müssen. Finanzieller Erfolg wird die. Horoskop für Männer. Denken Sie daran, dass nicht alles auf dieser Welt von Ihnen abhängt. Lösen Sie Probleme nach bestem Wissen und Gewissen, überfordern Sie sich nicht und streben Sie nicht danach, alles perfekt zu machen. Sie werden die Mauer sowieso nicht durchbrechen, aber Sie werden dabei viel Energie aufwenden. Versuchen Sie, Ihre Taktik zu ändern, nehmen Sie Abkürzungen. Setzen Sie Ihre Höflichkeit und Ihren Takt ein. Manchmal ist Sanftheit notwendig und kann bei der Lösung von Geschäftsproblemen helfen. Horoskop für Frauen. Diese Woche ist eine großartige Zeit, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Das ist das logische Ergebnis Ihrer Arbeit und Ihrer Beharrlichkeit, Ihr Ziel zu erreichen. Sie können getrost Pläne für das Wochenende machen, einschließlich Einkaufen und Geschenke für den Haushalt kaufen. Widmen Sie die Abende Ihren Lieblingshobbys und der gefühlvollen Kommunikation mit Ihrer Familie. Ein gemeinsam zubereitetes Abendessen wird der Beziehung Harmonie verleihen. Löwe-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Ausdauer und Arbeit werden die Löwen diese Woche überdauern. Sie werden so viel Arbeit zu tun, dass Kollegen und Management wird sehr überrascht sein. Sie werden in der Lage sein, neue Runden in der Entwicklung ihrer finanziellen Situation zu eröffnen. Niemand wird in der Lage sein, ihnen einen Schritt voraus zu sein. Bleiben Sie auf dem Teppich und lassen Sie sich Ihren Stolz nicht anmerken. Nächste Woche werden Sie vielleicht die Hilfe anderer brauchen, also verderben Sie keine Beziehungen. In der Beziehung zu Ihrem Partner wird es sowohl positive als auch negative Aspekte geben. Horoskop für Männer. Diese Woche ist Ihre Verbindung zum Kosmos stärker als je zuvor. Die Gabe der Voraussicht wird es Ihnen ermöglichen, einen günstigen Ausgang der verwirrendsten Ereignisse zu sehen. Jedes Geschäft wird auf die bestmögliche Weise verwirklicht werden. Deine Energie ist auf einem hohen Niveau und die Menschen um dich herum spüren deine Anziehungskraft. Es könnte viel Bewegung geben, Reisen, Treffen, sowohl beruflich als auch privat. Auch in finanzieller Hinsicht geht es aufwärts und alle größeren Transaktionen haben einen günstigen Ausgang. Eine gute körperliche Ertüchtigung und kreative Aktivitäten gleichen Ihre Periode aus. Horoskop für Frauen. Dies ist eine ausgezeichnete Zeit für die Erweiterung Ihres sozialen Kreises, für Wohltätigkeit und gute Taten. Hüten Sie sich vor momentanen Verlockungen, denn sie werden Ihnen keine Befriedigung bringen. Eine romantische Verabredung wird möglicherweise nicht fortgesetzt, da Sie den Eindruck haben, dass das Objekt Ihrer Aufmerksamkeit übermäßig an Ihren materiellen Aussichten interessiert ist. Jungfrau-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Die Jungfrau hat eine gute Zeit für Selbsterziehung, Kreativität und den Beginn von Großprojekten. Verliebte können sich verloben, und wer noch überlegt, ob er heiraten soll, sollte nicht zögern. Geschäftspartner werden neue Ideen zur gemeinsamen Umsetzung pflanzen, unterstützen Sie sie. Die Fähigkeit, Zeit und Prioritäten richtig einzuteilen, wird Ihnen helfen, Schwierigkeiten zu vermeiden. Horoskop für Männer. In dieser Zeit werden Sie mit übermäßiger Aktivität erfüllt sein. Im beruflichen Bereich werden Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen können. Ihre Beförderung ist nicht mehr weit entfernt. Schöpferische Impulse werden Sie auf eine Reise in die Tiefen Ihrer selbst führen. Hören Sie nicht auf Fremde, sie versuchen, Sie für persönliche Zwecke zu benutzen. Vertrauen Sie sich selbst, Ihrem Verstand und Ihren Gefühlen. Horoskop für Frauen. Was Sie sich erträumt haben, kommt mit großer Geschwindigkeit auf Sie zu. Aber Sie sollten sich nicht zurücklehnen und sich auf die Selbstverwirklichung konzentrieren. Du bist jetzt besonders attraktiv, also nutze das aus, wenn du alleinstehend bist. Sie werden ein Projekt ohne große Schwierigkeiten abschließen können, aber Sie sollten es nicht eilig haben, ein neues zu beginnen, sondern Informationen sammeln und Ihren Partnerkreis erweitern. Waage, Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Waagefrauen sind charmant und attraktiv. Das andere Geschlecht wird verrückt nach ihnen sein.
Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten, um für Ihre Dienstleistungen und Arbeiten zu werben. Sie können wahrscheinlich einen einflussreichen Freund finden, der Ihre finanziellen Probleme lösen wird. Männer werden sich nur auf die Arbeit konzentrieren, was ihrer anderen Hälfte vielleicht nicht gefällt. Sie werden sich entscheiden müssen. Versuchen Sie, einen Konsens zu finden, denn sowohl die Liebe als auch die Arbeit sind für Sie wichtig. Horoskop für Männer. Es ist eine gute Zeit für Sie, um einen Besuch zu machen. Vielleicht wird diese Begegnung schicksalhaft sein, und aus einer neuen Bekanntschaft wird sich eine starke Freundschaft entwickeln. Achten Sie jetzt auf die Menschen um Sie herum, Sie können sehr interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Analysieren Sie sich nicht selbst, sondern seien Sie einfach draußen. Ihr Partner mag es vielleicht nicht, wenn Sie zu viel analysieren, also entspannen Sie sich einfach. Horoskop für Frauen. Diese Woche ist eine gute Zeit für Sie, um eine Partnerschaft zu beginnen, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Zu Hause herrscht eine harmonische Atmosphäre. Es gibt Chancen, Ihre finanzielle Situation zu verbessern, nutzen Sie diese Chance. Höchstwahrscheinlich werden Sie die Unterstützung einer einflussreichen Person suchen müssen. Aber verkaufen Sie Ihre Seele nicht an den Teufel, sondern schauen Sie, was und zu welchen Bedingungen Sie tun müssen. Skorpion, Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Trotz der Wankelmütigkeit schaffen es Skorpione in letzter Zeit, neue Höhen im Beruf zu erreichen, Beziehungen zu engen und treuen Freunden zu stärken und sogar ihre finanzielle Position zu verbessern. Dank ihrer Talente, Professionalität und ihres Fleißes können sie alles erreichen, was sie wollen. Aber der Weg zum Erfolg ist manchmal lang und schwierig, denken Sie daran und erwarten Sie keine schnellen Ergebnisse. Horoskop für Männer. Sie haben Zeit für freundschaftliche Zusammenkünfte, Treffen mit Freunden. Sie werden der Mittelpunkt jeder Gesellschaft sein. Ihre innere Anziehungskraft und Ihr Charme werden andere nicht gleichgültig lassen. Teilen Sie Ihre Wärme, seien Sie großzügig und offen. Der Spaß wird in Strömen fließen. Eine flüchtige romantische Bekanntschaft ist möglich. Es ist besser, sich keinen alkoholischen Getränken hinzugeben. Horoskop für Frauen. Diese Woche ist Ihre Stimmung träge und melancholisch. Sie haben lange Zeit hart gearbeitet und sind dafür nicht angemessen belohnt worden. Es gibt zu viele Probleme zu Hause, die täglich gelöst werden müssen. Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber, verteilen Sie die Aufgaben neu, Sie sollten sich nicht zu viel zumuten. Kümmern Sie sich um sich selbst, nehmen Sie ein Schaumbad, machen Sie eine Maske für Ihr Haar und Ihr Gesicht, hören Sie angenehme Musik. Schütze-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Es ist eine gute Zeit für Schütze, um eine Kur zur Erholung des Körpers zu machen. Sie können sich um Ihre Figur kümmern, Ihre Ernährung umstellen, sich zum Sport anmelden. Machen Sie Urlaub auf der Arbeit und nehmen Sie sich so viel Zeit wie möglich für sich selbst. Bringen Sie nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihre Gedanken und Ihren Geist in Einklang. In unserem Körper ist alles miteinander verbunden, und das eine existiert nicht ohne das andere. Wenn in einem System Disharmonie herrscht, wirkt sich das auf alles andere aus. Horoskop für Männer. Ihre finanzielle Situation wird sich diese Woche stabilisieren. Sie werden in der Lage sein, Schulden und Kredite zu tilgen, falls vorhanden. Ihr Liebhaber wird Ihnen dabei helfen. Achten Sie auf die Ratschläge älterer Verwandter, manchmal wissen Sie mehr als eine Menge Wissenschaftler. Mit Hilfe Ihrer Kontaktfreudigkeit und Ihres Einfühlungsvermögens werden Sie es schaffen, Papiere zu bekommen, die Ihnen nicht weggenommen werden können. Mit dem Management bildet sich ein gutes Bündnis. Wenn es so weitergeht, können Sie mit einer Beförderung rechnen. Horoskop für Frauen. In dieser Woche ist es an der Zeit, Ihre Intuition und Ihre Fähigkeit, sich der Situation anzupassen, in vollem Umfang zu nutzen. Diese Qualitäten werden jetzt besonders nützlich sein. Alles kann sich in halsbrecherischer Geschwindigkeit ändern, und das nicht auf eine gute Weise. In den Beziehungen zum anderen Geschlecht sollten Sie vorsichtig und zurückhaltend sein. Kaufen Sie keinen teuren Schmuck und keine teure Kleidung, sondern entscheiden Sie sich lieber für kleine Anschaffungen. Steinbock-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Diese Woche am Horizont der Steinböcke wird eine Menge von Zweifeln, Gedanken, Sorgen sein. Sie werden die Notwendigkeit der Arbeit, die Möglichkeit der Karriere, Wachstum zu zweifeln. Aber betrachte die Situation nüchtern, du bist Herr deines eigenen Schicksals, also ist es Zeit zu kämpfen. Lassen Sie sich nicht entmutigen und zeigen Sie, was Sie können. In einer Beziehung ist eine ähnliche Situation, zeigen Sie sich. Andernfalls könnte Ihr Seelenverwandter denken, dass Sie sich nicht kümmern. Horoskop für Männer. In der kommenden Woche werden Sie eine gute Gelegenheit haben, auf eine lang erwartete Reise zu gehen.
aber seien Sie auf der Straße wachsam. Jetzt ist die Zeit für neue Erfahrungen, Entwicklung und den Erwerb von Fertigkeiten und Fähigkeiten. Vielleicht entdecken Sie neue Talente. Probieren Sie Dinge aus und sammeln Sie Erfahrungen. Das ist niemals unnötig. Langfristige Planungen werden Ihnen allerdings nicht gelingen, auch die Lösung häuslicher Probleme sollten Sie lieber aufschieben. Horoskop für Frauen. Steinbockfrauen werden sich diese Woche wie Königinnen fühlen. Geschäftsvorschläge, der erfolgreiche Abschluss von Affären oder ein neuer spannender Roman sind wahrscheinlich. Ihr Charme und Ihre Anziehungskraft werden andere erobern. Aber kennen Sie die Grenzen Ihrer Fähigkeiten, gehen Sie nicht zu weit. Die Gewohnheit, unkonventionell zu handeln, kann sich negativ auf die Bemühungen der letzten Zeit auswirken. Vielleicht ist nicht jeder bereit, alle ihre Seiten zu akzeptieren. Wassermann, Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Die kommende Zeit verspricht Wassermann-Frauen Geschenke und Überraschungen von Verehrern. Die Wahrscheinlichkeit einer veränderten Wahrnehmung ist groß, was zur Entwicklung der Intelligenz und zur Beförderung im Beruf beitragen wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Ihr enger Freund Ihnen seine Gefühle gesteht. Von den Männern werden Mut und Ehre verlangt, um das Herz Ihrer Dame zu gewinnen. Im beruflichen Bereich läuft alles glatt und reibungslos. Horoskop für Männer. Es ist eine gute Zeit, um sich von der besten moralischen Seite zu zeigen. Zeigen Sie Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Verständnis für die Menschen um Sie herum. Lassen Sie die dunkle Seite Ihrer Persönlichkeit nicht die Beziehungen verderben. Diese Zeit kann energetisch sehr kostspielig sein. In der zweiten Wochenhälfte ist es besser, Zeit für die Kunst zu finden. Gehen Sie in eine Galerie, ins Kino oder ins Theater. Stellen Sie Ihr inneres Gleichgewicht wieder her. Achten Sie auf Ihre Träume. Ihr Unterbewusstsein spricht durch Sie zu Ihnen. Vielleicht enthalten Sie Vorboten von unerwarteten Ereignissen in Ihrem Leben. Horoskop für Frauen. Es ist die Zeit für einen spannenden Roman, Reisen, neue Eindrücke, Reisen. Es wird ein verstärktes Bedürfnis nach Nähe, Umarmungen, Küssen, Zuneigung und Fürsorge geben. Aber denken Sie nicht, dass man Ihnen etwas schuldig ist. Zeigen Sie Selbstlosigkeit und Herzensgüte, das wird Bewunderer anziehen. Besser noch, zeigen Sie sich als vielseitige, unabhängige Persönlichkeit. Wenn Sie alleine glücklich sind, schwärmen die Menschen um Sie herum wie Motten um das Feuer. Fische-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. April. Fische, diese Woche könnten Sie große Veränderungen erleben. Ein Heiratsantrag oder eine Heirat, die Möglichkeit eines Umzugs oder ein Wechsel der Tätigkeit. Aber seien Sie nicht in Eile, sich über einen Ring zu freuen, nur weil Sie heiraten wollen. Denken Sie darüber nach, ob diese Person die Ihre ist. Mit ihm wirst du eine Menge durchmachen müssen. Wenn du ein weißes Kleid, schöne Haare und Make-up willst, dann geh lieber zu einem Fotoshooting. Horoskop für Männer. In dieser Woche wird der Teufel dich in Versuchung führen, deine Stärke testen. Auf dem Weg dorthin werden dir eine Menge Versuchungen begegnen. Und sie könnten einigen erliegen, aber unter den gegebenen Bedingungen gibt es zu wenig Gelegenheiten, dies zu tun. Ein Liebesabenteuer droht sich als gewöhnliche Affäre oder als heimtückische Täuschung zu entpuppen. Passen Sie auf, was Sie sagen, und versprechen Sie nicht zu viel, Sie könnten es später bereuen. Horoskop für Frauen. Sie haben eine gute Zeit, um laufende Aufgaben zu erledigen, die erzielten Ergebnisse zu analysieren und mit einem geliebten Menschen zu kommunizieren. Vielleicht wird Ihre Tätigkeit von Ihrem Vorgesetzten oder Ihren Kollegen bemerkt und gewürdigt. Um das gewünschte Ziel zu erreichen, sollten Sie die Unterstützung anderer in Anspruch nehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich neue interessante Bekanntschaften aus dem geschäftlichen Bereich zu romantischen entwickeln.